Digitalisierung bringt eine Menge mit sich, aber drei Punkte sind wichtig. Erstens, sie ist global. Kein Winkel kann sich mehr vor ihr verstecken. Sie betrifft die ganze Welt. Zweitens, sie entwickelt sich exponentiell schnell. Das heißt, was wir heute noch nicht als ernsthaft wahrnehmen, ist morgen dann plötzlich da und richtig. Und drittens, in der Digitalisierung sind wir nicht in der Lage, uns zu verstecken. Sie betrifft alle Lebensbereiche. Worum geht es also bei der Digitalisierung? Verabschieden wir uns endlich von der falschen Idee, es ginge um Social Media und Apps. Es geht um Daten, möglichst viele Daten, schnell, zuverlässig und an jedem Ort. Heute macht künstliche Intelligenz etwas ganz anderes. Sie lässt an Beispielen lernen. Dazu braucht sie massenhaft Daten. Am 23. Mai 2017 sitzen in China 280 Millionen Menschen vor dem Fernseher. Ein Computerprogramm namens AlphaGo spielt gegen den amtierenden Go-Weltmeister KG. Drei Partien sind vereinbart. Und zum ersten Mal schlägt die künstliche Intelligenz in allen drei Partien den Weltmeister. Ja, sie zerlegt ihn regelrecht. Und in diesem Moment hat China alles bewegt. Innerhalb von 2 Monaten stand die Strategie und das Ziel wurde ausgegeben. Wir Chinesen werden in 13 Jahren die führende Nation der Welt sein in künstlicher Intelligenz. Bitte nehmen Sie jetzt Ihr Handy und die App vor. Wie viel verdient ein chinesischer Programmierer im Vergleich zu einem Deutschen? In Peking verdient ein IT-Ingenieur 5-mal so viel wie in München. 5-mal so viel. China lässt inzwischen einfache Programmierarbeiten bei uns in Deutschland ausführen, weil deutsche Programmierer billiger sind. Sie glauben, China ist weit weg? China ist hier, mitten unter uns. Volvo gehört China, KUKA gehört China, Osram gehört China, Krauss-Maffei gehört China, selbst unsere Küchen, Simatic gehört China. Und China ist eigentlich nur 3 Zentimeter von unserem Herzen oft entfernt, denn unsere Smartphones sind alle Chinesen, nur das Design wechselt. Heute wird die Digitalisierung gebaut, heute werden die Regeln festgesetzt. Und das ist wie die Entwicklung einer neuen Stadt. Wenn die Wege, wenn die Straßen erstmal angelegt sind, dann wird es Jahrhunderte oft dauern, bis die wieder verändert werden. Die digitale Revolution ist ein wahnsinnig spannendes Feld. Es ermöglicht, neue Geschäftsfelder zu entdecken. Es ermöglicht, sich mit seinem eigenen Geschäftsfeld grundlegend auseinanderzusetzen. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Thema und ich bin froh, dass ich daran einen Teil mitgestalten darf. Der klare Aufzeig, in China passiert da sehr, sehr viel, verbunden mit dem Appell, bei uns muss da auch was passieren. Als aufrüttelnd die Zahlen, Daten, Fakten über China zu hören und auch unsere Position in Deutschland im Vergleich zu USA und China zu sehen und den Benchmark, denn vor allem wir als Schwaben denken ja, wir sind die Größten und wir sind die Tüftler und sind ja technologisch weit vorne. Und da aber zu hören, dass wir vielleicht, wenn es um IT geht und IoT, dass wir vielleicht schon hinten dran sind, das war schon nochmals überraschend und auch herausfordernd. Pepper, can you drive a car? Of course, happy. Die Digitalisierung, künstliche Intelligenz, China und die USA fordern uns heraus. Technologisch, ökonomisch und ethisch. Nutzen wir die Chancen der Digitalisierung.